Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Online-Seminar mit dem Thema Cercospora in Rüben erfolgreich bekämpfen, bewährte Ansätze und neue Lösungen. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Das bedeutet, wenn Sie eine Frage stellen, wird Ihr Name sichtbar. Sie haben aber auch die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen. Wir werden die ganze Veranstaltung im Zuschauermodus haben, sodass Sie Ihr Mikrofon aktiviert haben und wir in Ruhe sprechen können. Wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie das über den F&A-Knopf machen und wir werden am Ende unserer Diskussion auf Ihre Frage eingehen und sie entsprechend beantworten. Meine heutigen Gesprächspartner sind Dr. Franz Josef Weiß und Dr. Andreas Tillissen, der für den Verhinderten Michael Richter eingesprungen ist. Dr. Franz Josef Weiß ist langjähriger Fachberater der ADAMA und im Süden der Republik tätig. Er ist absolut fit in der Fungizidthematik und das nicht nur in der Zuckerrübe. Dr. Andreas Tillissen ist Leiter unserer Portfolioabteilung und zuständig für die Biologicals und hat das Charge in den letzten Jahren begleitet, auch in den Versuchen. Mein Name ist Martina Fell. Ich bin auch im Portfolio-Management tätig. Mit meinen beiden Kollegen haben wir zwei Experten, die Sie in der nächsten halben Stunde durch die Veranstaltung begleiten werden und die Ihnen näher bringen werden, wie wir die bewährten Produkte mit neuen Biologicals kombinieren können, sodass wir die Rüben sicher schützen können. Denn in den vergangenen Jahren sind ja einige Wirkstoffe weggefallen, die die Bekämpfung verschiedener Krankheiten nicht gerade einfacher machen. Und wenn wir jetzt zu den Krankheiten oder über die Krankheiten sprechen, kommen wir auch zur ersten Frage. Franz Josef, welche Krankheiten gibt es überhaupt in der Rübe im Sommer, die bekämpft werden müssen? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten an der Zuckerrübe. Es geht hier schwerpunktmäßig um Blattkrankheiten. Da ist natürlich die bedeutendste Krankheit eigentlich in Gesamtdeutschland die Cercospora-Blattfleckenkrankheit. Aber ich möchte auch auf die Palette eben mal eingehen. Und da habe ich natürlich, wenn es um Blattkrankheiten geht, ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt hier zu sehen, das sind eigentlich die bedeutendsten Blattkrankheiten oder die, die bei uns auftreten. Auf der rechten Seite sehen wir Rost und Mehltau, also zwei Krankheiten, die sehr gut zu erkennen sind, die auch ertragsrelevant auftreten und gelegentlich auch behandelt werden müssen in den Fällen dann, wo sie ertragsrelevant auftreten. Dann auf der rechten Seite haben wir dann Blattfleckenkrankheiten und die auf der linken Seite, Entschuldigung, und links oben, das ist dann eben ein klassischer Cercospora-Blattfleck, so wie er draußen auftritt und das ist eigentlich die dominierende Krankheit. Die anderen drei Bilder sind auch Blattfleckenkrankheiten, aber keine Cercospora. Rechts oben, das ist Ramularia-Blattfleckenkrankheit. Links unten haben wir die bakteriellen Blattflecken. Und dann rechts unten, die größeren Flecken, die wir hier sehen, das sind Foma-Blattflecken. Die kleineren, da kann man es auch relativieren, das sind wieder Cercospora-Blattflecken, aber die größeren Flecken sind Foma. Nun kommen wir nochmal zur Cercospora. Links oben, klassisch ist dieser silbergraue Myzelbelag, den kann man am besten erkennen in den frühen Stunden, also in den zeitigen Vormittagsstunden. Und warum das so ist und warum der Myzelbelag silbergrau erscheint, das möchte ich an den nächsten Bildern zeigen. Muss die Technik funktionieren? Ja, danke. Wir sehen hier auf der linken Seite die langen Sporen von Cercospora. Die sind durchsichtig und an der Basis der Sporen, wo sie rauswachsen, kann man auf der rechten Seite des Bildes gut erkennen, ist eine dunkle Basis. Also die Sporenträger sind schwarz gefärbt und die durchsichtigen Sporen gemeinsam, diese beiden zusammen, machen eben den silbergrauen Myzelbelag, der in der Früh am besten zu erkennen ist, weil über die Nacht die Sporen gebildet werden und sich dann bei abnehmender Luftfeuchtigkeit von den Sporenträgern lösen, wegfliegen und eben weitere Infektionen auslösen können. Deshalb kann man den Myzelbelag vormittags in den frühen Stunden am besten erkennen. Wenn wir jetzt das vergleichen, nochmal ein Bild weiter, wie wir es im Feld sehen, das können wir natürlich mit einer Optik, wie die Aufnahmen zuvor waren, nicht tun, aber man kann sich mit Hilfsmitteln behelfen, wie diese Springlupe, die hat eine circa achtfache Vergrößerung, aber es gibt auch andere
andere Hilfsmittel, die man nutzen kann. Aber dann sieht man es, wie die folgenden Aufnahmen eben sind, wie hier. Das kann man dann am Feld durchaus erkennen. Und charakteristisch sind immer, dass dunkle Punkte sind, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Auf dem Bild rechts oben kann ich auch noch die Pilzsporen als Mycelbelag erkennen. Und das sind einfach eindeutige Erkennungsmerkmale für Cercospora. Die Symptome, die hier abgebildet sind, schauen alle etwas anders aus. Also mehr oder weniger stark ausgeprägter Rand auf dem Mycelbelag ist unterschiedlich. Aber an die Strukturen, die ich zuvor erklärt habe, kann man einfach sehr deutlich Cercospora eigentlich eindeutig identifizieren. Im Vergleich dazu andere Krankheiten nochmal. Nächstes Bild. Hier sehen wir die Ramularia-Blattfleckenkrankheit. Da ist sowohl Sporenträger als auch Sporen, die sind hell gefärbt, deshalb erscheint der Mycelbelag rein weiß. Und auch wenn hier untypische Flecken von Ramularia abgebildet sind, anhand des Mycelbelags kann ich es erkennen und auch differenzieren zu Cercospora. Im Prinzip kann ich Ramularia mit den gleichen Mitteln bekämpfen, nur es ist schon wichtig, hier zu differenzieren, weil wenn es sich um ein Cercospora-Blattfleck handelt, muss ich natürlich wesentlich sensibler reagieren als der Ramularia, der nicht diese Aggressivität hat. Und genauso, wenn es um ein Ramularia-Fleck geht, muss ich nicht sofort reagieren wie bei Cercospora, sondern kann hier etwas entspannter sein. In den nächsten Bildern sehen wir noch zwei weitere Blattflecken. Einmal rechts ist FOMA abgebildet, tritt in der Regel nicht ertragsrelevant auf. Also solche Flecken, da muss ich in der Regel nicht reagieren. Und links haben wir Pseudomonas-Blattflecken. Das ist eine bakterielle Blattfleckenkrankheit. Wird oftmals auch mit Cercospora verwechselt. Wenn ich aber mit so einer optischen Hilfsmittel reinschaue, sehe ich, dass der Blattfleck keine pilzlichen Strukturen hat und gegen bakterielle Blattflecken mit dem Fungizid einschreiten, bringt natürlich nichts. Also deshalb ist hier die Diagnose schon wichtig, dass ich einfach richtig reagieren kann und angepasst reagieren kann und eben keine Fehlanwendungen mache, weil es ist ja nicht ganz einfach, Cercospora zu bekämpfen. Genau. Wo liegen denn die Schwierigkeiten in der Cercospora-Bekämpfung, beziehungsweise welche Herausforderungen stellen sich jetzt im 2022 für den Landwirt? Ja, die Herausforderung ist natürlich mit den verbliebenen Mitteln, die wir aktuell zur Verfügung haben, die Krankheit im ausreichenden Maße zu bekämpfen. Und das ist heute nicht nur, das war vor knapp 30 Jahren, da stellten sie einen ganz neuen Leistungsstandard dar bei der Cercospora-Bekämpfung. Es war in Verbindung mit Bekämpfungsschwellen relativ einfach möglich, die Krankheit zu kontrollieren, also mit deutlich weniger Behandlungen, als sie heutzutage notwendig sind. Was ist da passiert? Natürlich durch den langjährigen Einsatz der Wirkstoffgruppe der Azole hat sich der Erreger langsam angepasst und so wurde, ich sage jetzt mal, vor 10 Jahren eine nachlassende Wirkung im Feld beobachtet. Also hatte dann eben zur Folge, dass ich auch öfters behandeln musste, um den gleichen Erfolg zu bekommen. Also es handelt sich hier nicht um eine absolute Resistenz, wie sie zum Beispiel vielerorts bei den Strobilurinen eingetreten ist, sondern um eine nachlassende Wirkung, das sogenannte Shifting. Und das führt eben, dass eben heute mehr Behandlungen notwendig sind. Relativ stabil gegenüber dem Shifting war das Epoxiconazol, das sich dann letztlich auch sehr stark etabliert hat bei der Cercospora-Bekämpfung. Das hat aber im letzten Jahr die Zulassung verloren. Also es steht nicht mehr zur Verfügung. Das Gleiche gilt eben jetzt auch für das Cyproconazol, das dieses Jahr das letzte Mal eingesetzt werden kann. Und die verbliebenen Wirkstoffe, die haben eben einen gewissen Wirkungsverlust schon hinter sich. Um dennoch ausreichend Wirkungsgrade zu erzielen, wird häufig eben noch ergänzt mit einem anderen Wirkstoff und da hat sich eben der Kontaktwirkstoff Kupfer als sehr funktionell herausgestellt. Und so kann ich eben noch funktionell gute Wirkungsgrade erreichen. Aber Kupfer ist ja nicht regulär zugelassen. Wie ist da der Status quo bei den Kupferprodukten, Andreas? Ja, bei Kupfer verhält sich das so, dass wenn es nicht für Düngezwecke eingesetzt wird, sondern für Pflanzenschutzzwecke, braucht es natürlich dann auch eine Pflanzenschutzmittelzulassung. Das ist aktuell nicht der Fall, wie du das eben sagst. Und bei gewissen Notlagen, eben durch Wegfall von Produkten, von alternativen Lösungen und dem Krankheitsdruck, den wir dann jährlich haben, ist es eben möglich für Kupferprodukte oder für Präparate, für Hersteller von Präparaten, möglich eine Notfallzulassung zu beantragen. Die Notlage sagt es ja schon, es ist also Jahr für Jahr abhängig, ob die genehmigt wird oder nicht. Also immer ein gewisses Risiko dabei. Auf der anderen Seite sind aber auch schon Industrien, schon Firmen da,
die auch eine reguläre Zulassung anstreben. Aber auch hier, es wird schon länger versucht. Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass da bald dann eine Zulassung kommt. Und jetzt unabhängig vom Kupfer, wie sieht es bei den anderen Wirkstoffen aus, die du auch beschrieben hast oder von denen, oder die uns jetzt verblieben sind? Wie schätzen wir da die Zukunft ein? Ja, die Wirkstoffe, die jetzt verbleiben, sagen wir mal, das hängt natürlich auch, die werden ja regelmäßig von den Wertungsbehörden neu bewertet, aber wir gehen davon aus, dass die jetzt verbliebenen Produkte auch eine gewisse Zeit uns zur Verfügung stehen. Wichtig wäre natürlich, dass eben ergänzende Wirkstoffe hinzukommen, wie eben das beschriebene Kupfer. Das ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einmal um die Wirkung der verbliebenen Wirkstoffe, die ja das Schichting schon erfahren haben, einfach aufzubessern. Und dann ist es auch so, dass Kontaktwirkstoffe in puncto Resistenzmanagement eine wichtige Rolle spielen, weil sie ja die Resistenzentwicklung oder die Entwicklung des Schichtings in gewisser Weise bremsen können oder verlangsamen können oder aufhalten können. Und vor dem Hintergrund wäre das auch von Bedeutung. Außerdem wird laufend neu gesucht, welche Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen aus der Cospora auch eine gute Wirkung haben. Und da ist zum Beispiel das Mebendriluconazol zu nennen, das ja kürzlich jetzt auch die Zulassung der Zuckerrübe bekommen hat. Es wäre aber auch hier wünschenswert, dass eben zusätzlich zu den Azolen noch eine weitere Wirkstoffgruppe kommt, um auch hier ein gewisses Wirkstoffmanagement in Richtung Resistenzvermeidung fahren zu können. Mhm. Du sprichst genau vom Wirkstoffmanagement. Vielleicht kommen wir da, schlagen wir da den Bogen zum ackerbaulichen Management. Sag ich mal, gibt es ackerbauliche Maßnahmen, die der Landwirt ergreifen kann, die helfen oder alternative Möglichkeiten? Bei ackerbaulichen Maßnahmen sind natürlich die klassischen Punkte wie Fruchtfolge oder Bodenbearbeitung zu nennen. Allerdings ist es so bei der Fruchtfolge, insbesondere bei der Zuckerrübe, man hat ein Kontingent und ist von daher, ja, in gewisser Weise von der Flächenausstattung von Kontingent begrenzt handlungsfähig. Ähnlich ist es bei der Bodenbearbeitung. Es ist zwar nachgewiesen, wenn die Bodenbearbeitung hat hier von der Feldhygiene deutliche Vorteile. Also würde das Inokulum und das Infektionspotenzial für das Folgende schon deutlich reduzieren. Aber auch hier ist man von der Maschinenausstattung, der Betrieb hat eine bestimmte Maschinenausstattung und da ist auch der Handlungsspielraum dann begrenzt. Es gibt noch die Möglichkeit der Sortenwahl, das gibt es ja schon länger. Es gibt Sorten, die sind mehr oder weniger anfällig, das hat man auch schon genutzt. Und jetzt neu in diesem Jahr kommen auch richtig Cercospora-resistente Sorten auf den Markt. Nach dem, was ich weiß, kann man damit auch die Behandlungsfrequenzen sehr, sehr deutlich senken. Also die haben eine enorme Blattgesundheit aufgrund der Resistenz und sind auf jeden Fall für Starkbefallsregionen eine sehr interessante Möglichkeit. Man muss aber wissen, dass diese Resistenz genauso wie bei den Wirkstoffen gefährdet ist dadurch, dass ich Erreger auf diese Resistenz einstellen kann. Das heißt, virulente Stämme, also Stämme, die diese Resistenz durchbrechen können, können über die Jahre rausselektiert werden und dann kann diese Resistenz auch durchbrochen werden. Vor dem Hintergrund ist natürlich ein Fungizideinsatz auch dann hier sinnvoll, zum einen mal, um die Gefahr von Ertragsverlusten durch die Krankheit zu verhindern und zum anderen dann auch, um den Selektionsprozess virulenter Stämme zu unterbrechen. Und eine neue Möglichkeit, die wir jetzt auch verfolgen, möchte ich auch noch erwähnen, ist natürlich, dass man durch Pflanzenstimulantien oder Biologicals eben die pflanzeneigenen Abwehrkräfte schon vorab aktiviert und dass man so eben den Infektionsbeginn oder den Infektionsverlauf verzögern oder verlangsamen kann und so auch eine fungizide Wirkung von nachfolgenden Behandlungen unterstützen kann. Also Abwehrreaktionen, wir haben ja schon eine gesehen, und zwar, wenn man sich zurückdenkt an Anfang, wo ich die Bilder gezeigt habe, jeder Blattfleck hat einen Rand. Und dieser Rand ist ja eine Abwehrreaktion, die die Pflanze macht, damit sich der Pilz nicht ungehindert im Blatt ausbreiten kann. Und solche Abwehrreaktionen, da gibt es ja viele verschiedene Mechanismen, kann man eben durch verschiedene Stimulantien oder Substanzen eben anregen, schon bevor die Infektion kommt. Und so kann man das eben dann verzögern. Und das probieren wir eben mit einem Verzugswitzschrott. Genau, du sprachst an die Biologicals bzw. Biostimulantien als alternative Möglichkeit, Franz Josef. Andreas wird nun das Charge, was du speziell genannt hattest, ausführlicher besprechen und auch kurz vorstellen, worum es sich bei dem Charge handelt. Genau, beim Charge
wie du sagst, Franz Josef, sprechen wir von den Biologicals. Wenn man es genauer betrachtet, man sieht den Inhaltsstoff, sprechen wir über Chitosan-Hydrochlorid. Chitosan-Hydrochlorid ist ein Grundstoff, der auch von der Europäischen Kommission gelistet wird für Pflanzenschutzzwecke. Heißt, er ist dort für verschiedene Kulturen gelistet. Grundstoffe sind also Stoffe, die sind naturbelassen, sind sehr rein, werden nicht nur für Pflanzenschutzzwecke, sondern auch für zum Beispiel in der Medizin eingesetzt. Und im Chart ist Chitosan-Hydrochlorid in einer Konzentration von 3% enthalten. Und der reine Inhaltsstoff ist dann eben gelöst als wasserlösliches Konzentrat. Franz Josef hat es eben auch schon gesagt, es ist ein sogenannter Elicitor. Das bedeutet, mit Charge können wir die natürlichen Abwehrmechanismen der Pflanzen stärken, hervorrufen. Da komme ich gleich später noch drauf, wie das genau funktioniert. Und es ist eben, ja, wie gesagt, für verschiedene Kulturen gelistet. Zum Beispiel die Rübenarten, hier für uns natürlich besonders interessant, Zuckerrüben. Auch eine Saatgutweizen ist möglich. Es sind verschiedene Gemüsearten gelistet, aber auch Wein- und Tafeltrauben, wo Charge zum Einsatz kommen kann. Aber auch große Ackerbaukulturen wie Getreidearten, auch hier als Weize oder in der Kartoffel zu Weizen und viele weiteren mehr, wie man es hier sehen kann. Man kann es eben gegen pilzliche Erreger einsetzen, indem man die Pflanze stärkt. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, gerade bei Cercospora, aber auch viele weitere pflanzliche Erreger, pilzliche Erreger sind hier zu nennen. Das können biotrophe und hemibiotrophe Erreger sein. Hier ist eine ganze Reihe aufgeführt. Cercospora, Ramularia, Phytophthora-Arten und so weiter. Genau, getestet oder unsere Empfehlung liegt bei 3 Liter je Hektar pro Anwendung. Das ist so die Aufwandmenge, wo wir die besten Erfahrungen gemacht haben im Feld. Je nach Kultur sind aber auch Aufwandmengen von bis zu 5 Litern zulässig. Bei den Lagerbedingungen und Temperaturen haben wir keine Unterschiede zu klassischen chemischen Pflanzenschutzmitteln. Da bleibt alles, wie es ist. Und du sagst es gerade, du möchtest noch sagen, wie es tatsächlich funktioniert oder tiefer darauf eingehen, wie funktioniert es und was sind da die Vorteile für die Landwirte? Genau, das ist ein sehr interessanter Weg, beziehungsweise kann man hier 2 Wirkmechanismen unterscheiden. Das Chitosan-Hydrochlorid in Charge, wenn das auf die Pflanzen trifft, simuliert es quasi einen Befall mit pilzlichen Erregern. Können wir sagen, vielleicht als Beispiel mit Cercospora. Also die Pflanze, der Pflanze wird signalisiert, dass gerade ein pilzlicher Befall stattfindet. Und so hat die Pflanze den natürlichen Mechanismus, Abwehrmechanismen gegen diesen Erreger zu bilden. Franz Josef hat es gesagt, in diesem Fall sind das reaktive Sauerstoffspezies, die eben dann an den Ort des Erregers, wo er in das Blatt eindringen möchte, zum Beispiel ausgesendet werden und dort dann zum Zelltod um den Erregerbefall führen. Ein anderer Mechanismus, was auch durch Chitosan ausgelöst wird in der Pflanze, ist die Produktion von Chitinasen. Chitinase ist ein Enzym, das Chitin abbaut. Und Chitin, das ist sehr interessant, ist ein Hauptbestandteil in den Zellwänden von pilzlichen Erregern. Das heißt, wenn der Pilz in die Pflanze eintritt, hat die Pflanze schon von Natur aus dann eine höhere Konzentration an Chitinasen und geht direkt gegen den Erreger in der Pflanze vor. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus, da können wir sogar von einer Kontaktwirkung sprechen. Bei der Produktion von Charge, bei der Produktion von Chitosan-Hydrochlorid entsteht auch ein hoher Teil an H-Plus-Ionen, die nachweislich eine direkte Wirkung auf das Pilzwachstum haben. Was aber auch besagt, dass der Pilzbefall da sein muss, wenn diese Kontaktwirkung eintreten soll. Bei dem anderen Fall, bei dem Elicitor-Effekt, ist es natürlich auch wichtig, dass wir vor dem Befall kommen, damit wir eben vor einer Infektion die Erreger oder die Pflanze gegen den Erreger vorbereiten können. Das haben wir in vielen Versuchen gesehen, auch über die letzten Jahre. In diesen Versuchen sind da auch Mischungen zum Einsatz gekommen, beziehungsweise wie kann das gemischt werden mit anderen Produkten?
Genau, also Charge kann gemischt werden mit anderen Produkten, ja, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Suspensionskonzentrate, also SC-Formulierungen, nicht ganz einfach zu handhaben sind. Deswegen nehmen wir Abstand von freien Empfehlungen oder Freigaben von Mischungen. Man kann es aber natürlich auch, bevor man sowas mischen möchte, in einem kleinen Stil testen. Es kann funktionieren, wenn man es richtig handhabt. Das beschreiben wir auch ausführlich, wie man das zu machen hat. Aber generell ist Vorsicht geboten mit SC-Formulierung. Was sehr gut funktioniert und wo wir bisher keine Probleme hatten, sind EC-Formulierungen, wie zum Beispiel unserem Score. Oder auch mit Bor hatten wir sehr gute Erfahrungen, aber auch hier bei Bor-Präparaten. Es gibt sehr viele, immer die Empfehlung vorab festzumachen in einem kleinen Behältnis, bevor man das dann in den großen Spritztank gibt. Das war die Empfehlung zu den Mischungen. Dann wollen wir aber auch die Empfehlung gerne sehen und hören, wie es überhaupt angewendet wird. 3 Liter haben wir eben schon gehört, aber Franz Josef, wie sieht das genau aus? Ja, wenn man natürlich jetzt weiß, wie das Produkt funktioniert, was es letztlich bewirkt, ist es natürlich sinnvoll, das auch vor dem ersten Fall zu platzieren. Das wirft natürlich ein paar Fragen auf. Wann ist vor dem ersten Fall? Den ersten Fall kann man irgendwie abschätzen aus Erfahrungswerten der vorangegangenen Jahre. Auch wenn ich so etwas mit einbeziehe, wie wann war Reihenschluss, wie war die Witterung, haben Sie hohe, niedrige Temperaturen, ist Feuchtigkeit da? Da muss ich eben irgendwie den ersten Fall abschätzen und dann eben 1-2 Wochen vorher kann ich die Maßnahme fahren. Jetzt ist es eine Maßnahme, die so leer im Raum steht. Eine Überfahrt ist natürlich Arbeitszeit und sind Kosten. Deshalb wäre es sinnvoll, das eventuell mit einer anderen Maßnahme zu kombinieren, so wie es jetzt hier eben in der Empfehlung steht. Also die 3 Liter Charge vor dem Erstbefall zum Beispiel in Verbindung mit einer Bohrbehandlung zu platzieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ich am Standort habe, ob ich am Standort eben traditionell einen starken Befall zu erwarten habe oder eben einen weniger starken Befall. Also auf Standorten mit moderaten oder schwächeren Befall, da kann man durchaus mit einem Azol wie unserem Score arbeiten und das nochmal ein bisschen auffrischen durch das Charge. Dann kommt da auch nochmal ein bisschen ein verstärkender und unterstützender Effekt. In der Starkbefallsregion würde ich dann hier, wenn wirklich die Bekämpfungsschwelle da ist, wenn ich behandeln muss, würde ich dann da auch auf eine leistungsfähigere Kombination, also würde ich eben das Azol mit einem Partner, und die jetzt schon öfters erwähnt habe, Kontaktwirkstoff, zum Beispiel Kupfer, eben ergänzen und da auch eine maximale Wirkung zu bekommen ist, weil, wie gesagt, mit dem Erreger ist ja nicht zu fassen. Das ist absolut richtig. Ja, damit wären wir mit unseren Diskussionen zum Ende gekommen und würden uns gerne Ihren Fragen widmen, die von Ihnen gestellt wurden. Da ist die erste Frage: Was kostet das abgebildete Gewinde, beziehungsweise wahrscheinlich auch, was sind die Hektarkosten für so eine Charge-Anwendung? Ja, ist immer eine interessante Frage natürlich, was kostet das Produkt? Wir haben uns an typischen fungiziden Pflanzenschutzmaßnahmen in der Zuckerrübe gerichtet. Wir bringen viele Vorteile mit sich. Wir haben eben ein naturbelassenes Produkt, bringt den Vorteil, dass es eben auch biologisch abbaubar ist und auch in Sachen Rückstände keinerlei Probleme aufwirft. Wir haben, wie es bei manchen Fungiziden eben der Fall ist, nicht das Problem, dass wir irgendwann aufpassen müssen, wie nah kommen wir an den Erntezeitpunkt, da wir eben keine Rückstände haben. Was noch ein ganz toller Vorteil ist, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, Charge ist auch gelistet für den ökologischen Landbau, nicht nur für den konventionellen. Also wir sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich gelistet für den Einsatz im ökologischen Landbau. Diese Vorteile bringt das Produkt mit, ist es dann auch eben wert. Und wie gesagt, orientieren wir uns da an den sonstigen fungiziden Pflanzenschutzkosten. Gut, danke. Dann eine Frage, ob das Charge tatsächlich eine chemische Maßnahme ersetzen kann.
Ja, sagen wir mal, das Leistung, die Leistungsfähigkeit vom Schalt ist natürlich nicht auf dem Niveau von einer klinischen Maßnahme, aber durch das richtige Platzieren kann ich eben, glaube ich, habe es schon gesagt, einfach den Infektionsverlauf etwas verzögern und beeinflussen, dass er nach hinten verschoben wird. Ob das dann letztendlich dazu führt, ob eine Maßnahme gespart werden kann, das lasse ich jetzt einmal offen. Auf jeden Fall unterstütze ich die Fungizide und habe entweder eben einen besseren Bekämpfungserfolg oder ich kann unter Umständen ins Blut ausgegangen werden, was dann gespart. Das würde ich jetzt einmal offen lassen, das kommt immer auf die Situation drauf. Genau, das kommt natürlich auch aufs Jahr drauf an. Wie stark ist der Befallsdruck? In welcher Region befinde ich mich? Bin ich eher in einer Region, wo ich überhaupt überlege, ist ein fungizider Einsatz notwendig oder nicht? Das sind zum Beispiel Regionen, wo wir einen sehr geringen Befall haben oder einen geringen Druck, wo wir vielleicht auch schon mit so einer Maßnahme auskommen können. Sind wir eher in Hochbefallsgebieten, würde ich auch sagen, das muss man ganz klar beobachten. Wir wollen natürlich den Effekt erzeugen, dass wir die Infektion hinauszögern. Und wie es dann auch kommt, wie das Befallsjahr ist, dann eben die letzte Maßnahme eventuell uns sparen können. In dem Zusammenhang bestimmt auch interessant die Frage, ob wir mehr dieser Produkte, also sprich Grundstoffe, Biological Biostimulantien, in der Zukunft sehen werden in den Angeboten der Industrie. Ja, ich nehme die Frage gerne. Es sind sicherlich sehr viele Industrien an solchen Biologicals dran. Die politischen Rahmenbedingungen fordern es ja auch. Es ist ja auch dann wichtig, dass wir da mit Hochdruck dran arbeiten. Auch wir arbeiten mit Hochdruck daran. Es gibt sehr viele interessante Stoffe, die wir auch aktuell schon verfolgen. Die Aussichten sind sehr positiv. Aber auch hier, wenn wir dann wirklich solche Produkte auch als biologische Pflanzenschutzmittel zulassen wollen, dauert auch das seine Zeit, weil das sind ganz normale Zulassungszeiträume, die auch für biologische als auch für chemische Pflanzenschutzmittel gelten. Noch eine Frage zu Mischbarkeiten mit Insektiziden. Gibt es da Erfahrungen dazu? Könnte ja auch interessant sein, dass nochmal eine Anwendung mit Insektiziden gefahren werden muss, zum Charge-Zeitpunkt. Genau. Also getestet direkt haben wir es noch nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass da sich Insektizide oftmals verhalten wie SC-Formulierung, dass auch hier ein gewisses Risiko dabei sein kann, dass die Mischbarkeit Schwierigkeiten macht. Auch das würde ich auf jeden Fall vorher abklären. Und wir sprechen hier bei den Mischbarkeitsproblemen in keinster Weise von Phytotox-Problemen, das nicht, sondern wirklich um die Mischbarkeit in der Spritze, ob es da dann zu Problemen führt. Wie gesagt, ich würde das vorab immer testen in einem kleinen Gebinde. Und wir empfehlen auf jeden Fall die Anwendung am besten solo, wenn es geht mit einem EC, wenn es dann mischbar sein, wenn man es mischen möchte oder eben mit einem Bohrprodukt zum Beispiel zum Reinschluss. Ja, dann möchte ich, glaube ich, mit dieser Frage schon zum Ende der Veranstaltung kommen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme, für Ihre Fragen. Ich bedanke mich auch bei Franz Josef und bei Andreas für die Diskussion. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.